So, ihr lieben Männer, auch für euch habe ich natürlich eine Aufgabe, die in diesem Buch steht. Also zu meiner Generation waren sie ja noch nicht so besonders weiter im Bewusstsein, was Mann, Frau betrifft und auch noch nicht so charmant, sage ich jetzt mal. Also auch ihr Mann war besonders nett zu ihr. In der Schwangerschaft brauchte es eine Frau ganz besonders. Und er verwöhnte sie mit Blumen, sagte ihr schöne Worte und überhäufte sie mit kleinen Geschenken. Alles lief perfekt, bis eines Tages etwas passierte. So, und da stoppe ich jetzt. Das ist dann nachher der Beginn der Geschichte. Und was will ich damit sagen? Also diese Geschenke, das geht nicht um die Materie. Es geht nicht ums Finanzieren können von etwas, das man dann gibt, sondern es ist eine Form der Sprachen der Liebe. Es gibt noch viele andere, also Geschenke sind eine, aber es gibt noch viele andere Formen, wie man Liebe ausdrücken kann. Das sind einfach Sprachen, die man verwenden kann. Aber er verwöhnt sie mit Blumen. Und im Übrigen habe ich das gesehen. Die Frauen freuen sich tatsächlich über Blumen. Und es ist so einfach. Und wenn es nur eine ist, ist ein Geschenk. Ich habe an dich gedacht. Und ich bringe dir etwas mit. So, und er sagt dir schöne Worte. Also auch Worte können Wortgeschenke sein. Also wenn ich mir überlege, wie hässlich wir mit uns selber reden in Gedanken oder überhaupt mit der Sprache und wie unbewusst wir die Worte verwenden, so ist es dann gerade im Gegensatz besonders ein Geschenk, wenn man die Worte schön wählt. Das ist was ganz Besonderes. Also fast eine Herausforderung, eine hohe Disziplin, ganz ehrlich, ein hohes Level. Und ich übe mich immer noch. Ich übe mich immer noch. So, und ja, also in der Schwangerschaft, in dieser Zeit, ist die Frau hochsensibel und da tut ihr das gut. Jede liebevolle Zuwendung tut ihr gut. Und nicht nur ihr, auch das Kind kriegt es mit. Glaubt es mir, auch das Kind wird das Wissen spüren, fühlen und kriegt es schon mit. Also ihr habt ganz eine große Rolle in dem Ganzen. Sie trägt es zwar aus, aber ihr tragt einen großen Verantwortungsbereich und auch einen großen Teil für die seelische, körperliche Gesundheit mit durch euer Verhalten. Auf jeden Fall hier in meiner Geschichte bereiten sich beide vor und freuen sich riesig und tun ihr Bestes dazu, um quasi dieses neue Lebewesen zu begleiten in diese Welt. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo was passiert. Also bleibt's dran, ich lese euch ein bisschen vor.